Ja, moin moin und willkommen bei Nachgerichtet. Am 9.06.2022, die Ereignisse überschlagen sich. Heute gibt es erstmal eine Runde früher von mir, da ich, ne, wie man im Hintergrund sieht, noch schönes Wetter ist, ich mich nachher noch ein bisschen mit Freunden treffe und so weiter. Deswegen gibt es das heute mal ein bisschen früher. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und von daher, jeder, der in der Nähe von Glückstadt ist, kann ja nochmal hinkommen. Matthias Woche wird heute eröffnet. Wird, glaube ich, wieder ein sehr, sehr lustiges Fest. Und von daher, Wochenende ist das auch nur. Ich bin aber nur heute da. Ein paar Freunde treffen, schönes Wetter genießen, ein paar Bierchen trinken. Und von daher, das Ganze heute ein bisschen früher. Wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich. Wir schauen mal, was es alles irgendwie in unserem schönen Netz hier irgendwie zu finden ist. Und von daher, ganz wichtig, hier oben da nochmal eine Runde Telegram abonnieren, da könnt ihr alle Links nachschauen. Und von daher, ne, die Gruppe ist bis jetzt noch ein bisschen klein, macht aber nichts. Ich mache trotzdem weiter, denn ja, jeder fängt ja mal klein an. Und von daher, wir schauen mal, was unser Netz da hergibt heute. So schön ist. Ja, da haben wir Goldman Sachs, CEO. Noch nie dagewesener Schock in der Wirtschaft. Ha. Wen wundert es? Wen wundert es? Ja. Die haben alle Angst um ihre Kohle und dass das da irgendwie dann demnächst nicht mehr ganz so fließt. Ja, wir lassen uns überraschen, was kommt. Ja, für den Wohlstandszerstörung gibt es zwei Schuldige. Keiner von ihnen sitzt in Moskau. Tja, lieber Fokus. Wenn man seit 2008 rund 6 Billionen Euro in den Markt reinschiebt. Wen wundert es, dass die Kohle nichts mehr wert ist? Hatte ich gestern auch mal ein bisschen angesprochen. Schaut mal auf euren Euroschein. Da gibt es ein schönes Copyright-Zeichen. Ja, und jeder kann ja mal nachgucken, was ein Copyright-Zeichen ist. Und von daher, früher wurde unser Geld von der Landesbank ausgestellt. Heutzutage ist es leider nicht mehr so. Ja. Was haben wir hier? Lufthansa streikt, hunderte Flüge. Ha. Ja, 2 Jahre kaum geflogen, viel, viel Personal entlassen. Jetzt geht's wieder los. Von daher gibt es da nicht mehr ganz so viel. So, Stadtwerke München erhöht Gaspreise um 36%. Alter Verwalter, das ist schon echt eine Hausnummer. 36%, die armen Leute, die mit Gas heizen, tun mir jetzt wirklich leid. Ja, aber was will man machen? Es ist leider so, alles steigt, weil die Kohle nichts mehr wert ist. So, unser Klabauterbach hat sich auch mal wieder eine Runde zu Wort gemeldet. Mal schauen, was der Gutes von sich heute gibt. Tja, wir hören mal rein, so lang ist das Video nicht. Es gibt keinen Pandemie-Exit. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt kein klares Pandemie-Exit, weil wir nicht genau wissen, welche Varianten kommen. Also es sind zum Beispiel Varianten denkbar, gegen die die jetzigen Impfungen nicht wirken. Dann müssen wir zu neuen Impfungen kommen. Somit also ein Pandemie-Exit kann man nicht wirklich vorhersagen. Ich kann sagen, was im Herbst kommt. Also im Herbst werden wir entweder mit Omikron oder mit Omikron-Abkömmlingen oder also mit Varianten des ersten Serotyps, der im Wesentlichen aus der Delta, also Linie kommt, so zu tun haben. Und werden auf jeden Fall, wenn wir die Impflücke nicht schließen durch die Impfpflicht, werden wir im Herbst wieder mit Sanktionen arbeiten. Och nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Ja, was soll man dazu anderes sagen als nö, machen wir eine Runde mal nicht mit. Also von daher, ha, ja, unser lieber Helge, auch sehr schön. Ich habe gedacht, passt dazu so ein bisschen. Und ja, machen wir eine Runde weiter. Also wir wissen auf jeden Fall, was im Herbst uns erwartet. Bund muss weiter Impfdosen vernichten. Komisch, den Kram will irgendwie keiner haben, ne, außer Schweiz. Hier in Deutschland wird ja auch schon eine ganze Menge vernichtet. Also von daher immer einkaufen und haut die Kohle raus. Wir haben genug davon.
Also ich bin immer noch kein großer Politikfreund, aber der junge Mann hat auf jeden Fall recht. Da muss ich Ihnen recht geben. Schaut euch die Krankenhausauslastung an. Neue Zahlen entlarven, Lügen, Corona-Fanatiker. Ja, sehr interessant. Betrug mehr als eine halbe Milliarde Euro aus EU-Haushalt für gefälschte Projekte missbraucht. Ha, ne? Schieben wir mal uns ein bisschen Kohle zu und machen daraus, was wir wollen. Also von daher, wie Herr Pippi Langstrumpf schon früher gesagt, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also von daher, so weit ist das nicht weit entfernt, würde ich mal sagen. Ja, Klimaschutzplan, krachende Niederlage für unsere liebe Uschi. Na, wen wundert's, wen wundert's? Die Leute haben dann so langsam auch mal ein bisschen die Schnauze voll. Ich hab's auch, bin ich ganz ehrlich, weil der Schwachsinn, den sie hier abziehen und uns be belügen und betrügen in einer Tour, finde ich schon hammerhart. Deswegen mache ich das Ganze ja hier auch, um den Leuten das einfach immer noch mal oder euch ein bisschen näher zu bringen. Weil, wie gesagt, das, ich sag mal so, die Ereignisse überschlagen sich. Man kann nicht alles sich angucken und da reinsetzen. Meine Güte, da würde ich hier eine halbe Stunde irgendwie oder eine Stunde dieses Video machen. Das wollen wir ja nun auch nicht. Also von daher nur ein bisschen geballte Sachen hier. Ne? Ja, Autos kriegen eine neue Software. Ab jetzt, ab dem 6. Juli trifft die EU-Verordnung rein. Ja, die Neuwagen dürfen dann, haben dann Stundenkilometerbegrenzung drin. Man kann es zwar schneller dann fahren zum Überholen und sonstiges, aber da drinne sind dann Computers und falls es zum Crash kommt, wird dieses halt alles aufgezeichnet und weiter. Das wird dann direkt ausgewertet. Also von daher, willkommen, schöne neue Welt. In manchen Sachen finde ich es nicht schlecht, in manchen Sachen finde ich es auch dann wieder zu gläsernd für uns. Also dass der da, dass das alles so funktioniert. Ja, weniger Spenden und mehr Bedürftige bei der Berliner Tafel. Das ist natürlich eine Geschichte. Da gibt es alle 14 Tage nur noch irgendwie Lebensmittel. Das finde ich auch schon eine krasse Nummer. Immer mehr Bedürftige und ja, die Leute haben weniger abzugeben. Und die Leute tut es mir wirklich leid. Also von daher, da sind wahrscheinlich auch wieder ganz viele Rentner und sowas von betroffen. Das ist natürlich immer bitter. Wo ich auch sage, unser Rentensystem müsste definitiv endlich überholt werden, weil das ist eine gnadenlose Frechheit, was sie da mit unseren alten Leuten machen. Da geht es bei mir eigentlich die Nackenhaare nur noch nach oben. Meine Flüge, ja, da hatte ich eben schon mal was zu gesagt. Nochmal ein ausführlicher Bericht von NTV. Containerschiffe, ja. Das ist natürlich jetzt auch nochmal der Oberknaller. Heute am Donnerstag. Verdi ruft zum Warnstreik auf im Hamburger Hafen oder allgemein in den Häfen. Ja, das macht die Lage mit den Schiffen vor unserer Küste nicht unbedingt besser. Ja, russischer Außenminister, türkisch, ja. Kann man sich auch gerne. Hafen und Ukraine bleiben blockiert. Also das ist so das, was die öffentlichen Medien uns irgendwie verkaufen. Ich habe da schon so viel drüber gelesen, dass das irgendwie nicht alles so ganz so ist. Also, dass da eher die Ukrainer sind, die die Schiffe da nicht rauslassen als die Russen. Aber da schaut bitte selber nach, macht euch da bitte euer eigenes Bild, weil nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was Falsches sage oder so. Weil es schwirrt so viel im Internet nach. Also da habe ich so und so was gelesen. Also da macht euch bitte eure eigene Meinung drüber. Das möchte ich hier nicht weiter vertiefen. So, Kanada führt die obligatorische Affenpocken-Quarantäne ein. Ja, da haben wir es. In Kanada hast du Affenpocken, bist du in der Quarantäne. Ist auch abgefahren. Ja, hier hat es den ersten, da hat einer zu viel Impfstoff, ja, bestellt,
wurde jetzt zur Rechenschaft da gezogen. Das Ganze in der Berliner Zeitung nochmal zu lesen, finde ich richtig so. Ja, was haben wir hier? Da. Lindner will Kernkraftwerke Ausstieg neu diskutieren. Also, der junge Mann, ja, den sollte man ein bisschen zu Wort kommen lassen. Weil wenn die letzten AKWs hier in Deutschland noch abgeschaltet werden, dann sage ich auch mal, da gehen irgendwie ein paar Lichter aus hier. Weil ich glaube nicht, dass wir das mit unserer erneuerbaren Energie irgendwie auffangen können. Ich bezweifle es. Ja, Corona-Expertenrat, Lockdown im Herbst nicht ausgeschlossen. Tja, da haben wir es. Viele Tote bei einem Zugunglück im Iran. Mein herzliches Beileid auf jeden Fall darüber. Das ist schon wieder eine harte Geschichte. Aber was ich persönlich, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ja, mir sind das definitiv zu viele Zugunglücke irgendwie in der letzten Zeit. Weil einer hier in Deutschland, dann haben wir in China einen gehabt, in Belgien war glaube ich auch noch einer. Ja, und das Ganze innerhalb von einer Woche. Jo, ja, nee, also da stimmt auch irgendwo was nicht. Das muss aber, wie gesagt, bitte auch jeder für sich selber entscheiden. Das ist halt nur meine persönliche Meinung. Lauterbach reist in die Ukraine. Unser Klabauterbach hat es vor, heute in die Ukraine zu fliegen. Ja, ist auch so eine Geschichte. Der will da sich mit dem Gesundheitsminister von der Ukraine unterhalten. Wegen Prothesen und sowas. Ja, okay. Expertenrat, Lockdown im Herbst. Also, hierunter haben wir das Bundesregierungsdokument. Kann sich jeder gerne angucken. Hat dann bitte was zu lesen, was tatsächlich auf uns zukommt. Ja. Und nochmal zu der Geschichte von gestern. Berlin rast in Menschenmenge, oder Berlin Auto rast in Menschenmenge. Wie gesagt, also, ich hoffe viel. Leute werden ganz schnell wieder gesund oder alle werden schnell wieder gesund. Mein herzliches Beileid an die Lehrerin, die da leider verstorben ist. Also das ist eine Sache, ja, nicht schön. Und das Netz überschwemmt einen gerade so ein bisschen die Sachen. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Also ich habe davor ein bisschen nachgeguckt. Hab da leider nicht so viel drüber gefunden, also keine großartigen Links. Also hier angeblich 1.6. Kann man sich mal angucken, da 1.6. soll das Ganze schon veröffentlicht worden sein. Das sind aber so Screenshots, die ich da irgendwie nur gefunden habe. Aber merkwürdig ist halt, dass der WDR und sowas, die das auch so gestern vor 13 Stunden und sowas schon wussten. Ganz ehrlich, da stimmt auch irgendwas nicht. Da muss aber sich bitte jeder selber sich drüber informieren und machen. Also ich finde die Sache ganz, ganz schlimm, was da passiert ist, das auf jeden Fall. Aber mit dem Platz damals da in Berlin, wo der LKW-Fahrer da reingefahren sein soll. Das Ding darf man sich auch nicht zu genau angucken. Ist natürlich auch tragisch und grauenvoll, was da passiert. Ist gar keine Frage, um Gottes Willen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber wenn man sich den LKW angeschaut hat und die neue Werbung von Scania und so weiter, da stimmt auch irgendwas nicht. Also irgendwas haut da nicht hin. Das ist nicht so, wie die Medien uns das sagen. Ich will hier aber auch nichts Verkehrtes irgendwie sagen oder so, weil da muss sich im Endeffekt jeder immer selber einen Kopf drum machen. So, ja, Bekennerschreiben im Auto. Hat der Fokus gestern auch schon wieder dementiert, dass das nur Plakate waren und irgendwelche Schreiben, aber ein Bekennerschreiben soll nicht dabei gewesen sein. Die Bild huscht hier ein bisschen weit vor. Und dass der gute Mann nur 29 ist.
Also ganz, ganz ehrlich, also 25, 29, Entschuldigung, 29 soll der junge Mann erst sein. Entschuldigung. Ja, ich habe mir da schon ein paar Videos von dem jungen Mann angeguckt. Ich hatte die hier oben auch nochmal reingestellt in der Telegram-Gruppe. Da kann man selber schauen, ob man sagt, der Typ ist 29. Ich persönlich glaube das nicht so wirklich. So, aber ich will da natürlich nichts Verkehrtes sagen. Für mich sieht er halt definitiv ein bisschen älter aus. Und von daher, macht euch da bitte euren eigenen Gedanken wieder drum. Wie gesagt, ich bin nur derjenige, der das ein bisschen zusammensetzt, was hier im Internet irgendwie rumkursiert und zeigt das nur ein bisschen. Aber alles andere, da müsst ihr euch dann bitte selber Gedanken drum machen. Wäre super. Okay, ich wünsche euch alle bestimmt vorzeitiges ein schönes Wochenende. Ob ich jetzt unbedingt morgen eins mache, das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Wie gesagt, ich bin nachher unterwegs, bin morgen auch einen halben Tag bestimmt unterwegs, wenn nicht sogar noch länger. Und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall alle ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, mal Schnucke. Ne? Da unten. Ne? Einmal bitte abonnieren, würde mich sehr freuen. Und vielen Dank für eure Unterstützung. PayPal ist natürlich auch da und von daher vielen, vielen Dank, sage ich nur. Und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens am Montag. Schönes Wochenende euch.